ist quasi ein Hardcode, wenn die links und rechts liegen lässt. Deswegen haben wir das vorhin nicht geschafft, weil unter den Tower rausgegangen ist. Genau. Und dass man es nochmal verdrängen konnte, das war irgendwie ein Bug, glaube ich, ne? Ja, denke ich auch. Aber das sieht jetzt ja schon mal ganz cool aus, ne? Das Gebiet. Ja. Ist jetzt, ob wir in der Höhle bleiben sollen oder ob wir raus sollen. Wo ist denn das Zeichen? Ich würde mal behaupten, eins ist in der Höhle. Ich komme mal wieder rein. Ist in der Höhle, das ist jetzt ungefähr in der Höhe. Ja. Wow. Denn Ach, ich fand den cool, dass er einfach so eben in alle Richtungen Feuerbälle rausballert. falsche Richtung, oder? Nee, ich hab hier verdächtiger Bereich, platziere Sprengstoff. Merkst du, welche Seite du hast, du dir das rechte genommen, ne? Ja. Da hinten gab es nämlich noch zwei weitere Bereiche. Das Archiv, wenn man alle drei gesprengt hat und dreimal reingeht quasi, kriegt man das Archivment. Okay. Ich habe mir das hier mal als Wegpunkt gesetzt. Dann machen wir erstmal auch die anderen, oder? Jetzt geht nicht mehr. Ach so, okay. Da waren so Symbole. Ja. Das heißt, wir müssen uns dann theoretisch nochmal reinporten und dann halt eine andere Wand sprengen. Genau. Okay. Dreimal praktisch rein müssen wir insgesamt, um das Ding zu machen. Respawn Checkpoint, auch das erste Mal, dass ich sowas sehe. Hinter mir? Bin wieder knapp hinter dir, ja. Ich habe gerade mit der kleinen Truppe gespielt. Der haut ab hier. Die Sau. Was? Fail to kill? Da ist so ein Scout, der weggerannt ist. Den bin ich ganz weit hinterher gerannt. Deswegen habe ich ja gefragt, ob du hinter mir bist. Ja, ich dachte nicht, dass der abhaut und dass es dann schnell um ist. Wie gesagt, ich war unten gerade noch mit kleinem Gemetzel mit ein paar anderen Leuten.
Der war immer so weit weg. Das war richtig schwierig, da brauche ich echt einen Sniper guten. Okay. Ja, wir haben jetzt ja. Die Fahrt, heute die Fahrt. Okay. Ich stelle, glaube ich, den Bonus oder so. Oh, das ist ein Scharfschützengewehr oder sowas, ne? Boah, sind das viele. Da müssen wir doch weiterlaufen, oder? Boah, würde ich behaupten, ja. Halt das Signal, das ist schon fast da. Kritik geht ja auch ganz gut bei rum hier, haben wir schon gesehen. Ja, wenn man die ganzen Extra-Boxen aufmacht, schon. Wow. Denn das ist für rasende Viecher. Oh, das sieht irgendwie cool aus. Was? Da hinten? Ja. Wenn man den verteidigt, ja. Ja.
Ja, die spielen mal schön Laune her. Ja. Die Giftwolken, die machen so schön Schaden. Ja, und durch den Schaden heilen wir uns ja auch wieder. Das ist echt cool. Schadenheil? Ja, du hast ein Recluse-Only Mod-Perk, wie auch immer. Das habe ich gar nicht gesehen, das Ding. Ich noch mal irgendwie bei einem. Irgendwie habe ich das übersehen, nicht eingebaut. Ist das Einser? Einser, ja. Das ist gerade nicht mal so wenig, womit ich mich da hier. Ich glaube irgendwie 10% des gemachten Schadens. Ja, sind ziemlich genau 10% des gemachten Schadens. Ich meine, wenn du mal eben 3000er Schüsse landest, heißt du dich halt mal um 300 irgendwas, ne? Nicht, Oder dass mit. das durch die Giftwolke rennen gar nicht mehr so schlimm. Ach, es macht auf Dauer trotzdem noch ganz gut Schaden, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm mehr. Wir sollen irgendwie den das Störsignal zerstören, ne? Oder optional den dritten deaktivieren. Ich deaktiviere einfach mal den dritten. Das ist quasi optional heißt so viel wie Ja, oder das einfach andere. leichter. Die Landungskappen droppen ganz gut Schrott, nur so als Info. Oh, okay, nice. Nicht Schrott, sondern halt so Recycling-Zeug. Ja. Schrott kriegt ja durch den Mission, das andere Recycling-Zeug. Teilweise zwei Stück immer so, ne? Holy crap! Was ist jetzt passiert? Ich würde sagen, der Boden ist weggebrochen. Irgendwie weggekickt worden. Du liegst immer unten im Loch, oder? Ich release. Bist du? Ha, wo muss ich hin? Ich stehe immer noch da, weil ich hab's, ich stand weit genug an der Seite. Den Ausgang der Eishöhle, der ist aber irgendwo unterirdisch. Würde ich behaupten. Ja, die Pfeile wollen, dass ich in das Loch runtergehe. Direkt ins Loch rein, quasi runtergefallen und tot gewesen. Ja. Und mir echt praktisch alles explodiert. Ich bin noch ein ganz schönes Stück hinter dir. Ja, bitte, Freunde, ich muss mich reparieren, ich bin nämlich down total. Standbild, zu viele Zahlen.
zusprechen. 2.500 Radkosten waren das jetzt. Das ist was, ja. Für den aktuellen Stand des Spiels sind 2.500 Radkosten eine Menge. So, ich laufe jetzt einfach mal weiter, weil es hieß ja, wir sollen hier rauskommen. Neuer Respawn-Checkpoint. Noch ein paar Kisten aufgesammelt hier. Okay, und hier habe ich wieder Humanoide als Gegner. Irgendeine unterirdische Fabrik oder was ist das? Ja. Ist ein Silke-Scan oder was? Das scheint irgendwas Systemtechnisches zu sein. Okay, jetzt hat er den Schlüssel gefunden. Oh, Kacke, mir hat's meine Sprungdüsen deaktiviert.
Okay, das heißt auf gut Deutsch, hier darf nichts ran. Was kommt denn da alles an? Links und rechts, das sind die Nebenterminals, da darf auch nichts ran. Ja. Ist was angekommen. Wieder aktiviert. Können wir da drüben aktivieren, weil da ist drüben, ja? Ja, sorry, ich bin tot und so. Ich hab's probiert, aber da sind gerade ein paar richtig Fette in mich reingerannt. Deaktiviere doch erst das Portal. Haben's geschafft. Müssen wir noch die Notterminal links und rechts machen, um das Hauptterminal zu. Wir sollten jetzt ziemlich zügig raus, würde ich mal behaupten. Ah, ich hab's nicht mehr geschafft, du? Ja. Ich war noch im Ausgang, aber die Druckwelle hat mich rausgekickt. Hab zu lange getrödelt. Respawnt es sich irgendwo? Ja, bei uns. Perfekt. Wo ist das Landungsschiff? Kommt hier angeflogen. Normalmodus. 12 Minuten, Eule. Wir haben jetzt langweilige 25 gebraucht. Aber mit den Hälfte wenig, ne? Ja, klar. Wir haben auch keinen Plan, was wir überhaupt machen müssen. Das heißt, die rennen einfach mal so blind drauf los. Kannst du irgendwie einsteigen oder so? Ah, jetzt.
Heckler war natürlich auch, bin einfach durch die Heckklappe durch.